bist jetzt Geschäftsführerin am Autohaus und hast immer wieder die Herausforderung, das zu sehen. Du musst Tag ein, Tag aus erkennen, wie es, weil sich nichts verändert. Wünsche dir aber eine sehr wohltatmäßige, herausragende Information, die als Lösung für dich gerade steht. Und wenn du so weit bist, dass du ganz klar für dich herausgefunden hast, woran liegt das, was möchtest du abändern, erst dann wird sich auch bei dir etwas verändern. Weil, wenn du mit einem schlechten Beispiel vorangehst und deine Mitarbeiter, die erkennen das, die werden dir ganz klar den Rücken zuwenden, werden dir auf der Nase herumtanzen, weil du keine klaren Prozesse für dich integriert hast. Und du musst zusammenhangsmäßig herausfinden, was möchtest du denn? Wenn du jetzt in dein Autohaus gehst und die Türen aufschließt, beziehungsweise deine Mitarbeiter schon vor Ort sind, dann stell dir doch einfach mal die Frage, ist das wirklich so, wie du das im Endeffekt gewünscht hast? Sind die Ergebnisse tatsächlich die, wo du ganz genau weißt, darauf kann man sich konzentrieren? Warum ist dein Autohof, dein Fahrzeughof, dein Bestand beziehungsweise die Aufträge in der Werkstatt so zu verstehen, dass dir das Personal fehlt? Warum arbeitest du nicht daran, obwohl du ganz genau weißt, du bräuchtest wirklich Experten, die das für dich herbeiführen können? Und erst dann, wenn du Verständnis dafür aufbringst, dass ein Unterschied passieren muss, dann wird der Zeitpunkt auch eintreten, dass du Verbesserungen herbeiführen kannst, weil ohne dem kannst du das auch alles links liegen lassen, weil alles, was du bislang schon geschaffen hast, das war mit deiner Hilfe möglich, aber du bist an einem Punkt angelangt, wo du nicht weiterkommst. Du fährst also mit fest angezogener Handbremse Auto und möchtest 100 km/h fahren. Das ist nicht möglich. Probier das einfach mal aus. Und du wirst zu mir sagen, ich habe recht. Und da, an diesem Punkt stehst du und fragst dich trotzdem, wie kann ich das lösen? Die Antworten, die kannst du dir nicht geben, weil die Fragen, die stellst du dir gar nicht, weil auf diese Fragen kommst du nicht. Und da kannst du ansetzen, um herauszufinden, was möchtest du denn wirklich? Möchtest du einen Unterschied? Möchtest du eine Verbesserung? Oder möchtest du so das aufbauen, dass deine Prozesse wirklich spruchreif werden und für alle, die in deinem Team an einem Strang ziehen, übergehen? Und wenn du das von dir aus so gewährleistest, dann werden andere an diesem Strang mitziehen, weil die herausgefunden haben, dass es ein sogenannter funktionaler Weg, der gegangen werden muss. Ein sogenanntes Raster, wo du ganz klar darauf zugreifen kannst. Du musst dir das wirklich so vorstellen, ein Zahnrad, das läuft immer so in die Richtung, wie du das drehst. Und wenn du da einen Punkt einbaust, wo das Zahnrad ins Stocken gerät, dann wirst du nicht vorankommen. Es wird sich nicht mehr drehen. Und so musst du dir das mit deinem Autohaus vorstellen. Und da kannst du daran ansetzen, herauszufinden, wo ist denn dieser Bremsvorgang, wo ist diese Hürde, die du gerade augenblicklich noch hast, aber beheben kannst. Und erst dann, wenn du so weit das abarbeitest, dann wirst du gewährleisten zusätzlich, dass das meistens, in den besten Fällen, Voraussetzung ist, du arbeitest daran, nicht wiederkehrend eintritt. Und du hast das wirklich in der Hand, was du machen kannst, was du wünschenswert auch dir auf den Zettel geschrieben hast, was du noch heute in die Hand nehmen möchtest, um da einen wirklich wichtigen Punkt abzuarbeiten, der morgen zur Vergangenheit gehört, weil du auf deiner Habenliste hast. Du kannst dir niemals ein Programm vor Augen führen, was bei dir noch nicht abläuft. Weil diese ganzen Vorgänge, selbst wenn du es hättest, du hast nicht den Zugang, das allgemein wissend funktional umzusetzen, weil du gar nicht weißt, was verbirgt sich dahinter. Wir durchleuchten das System, wir gucken ganz genau für dich, wo du jetzt gerade stehst, wo du sein könntest und wo du sein möchtest. Voraussetzung ist, du hast dir auch wirklich diese Ziele abgesteckt. Und so kannst du das wirklich für dich in die Tat umsetzen, aber du musst mit einem Partner zusammenarbeiten, der ganz genau weiß, wovon er spricht, dass er das an anderer Ort und Stelle schon wirklich fabriziert hat. Umgesetzt in dem Zusammenhang, so dass er davon sprechen kann. Und wenn du mir jetzt mal eine Frage stellst, dann kann ich dir da meistens eine Antwort drauf geben, weil ich habe es in der Vergangenheit schon bearbeitet. Und das musst du zum Beispiel auch machen. Du musst für dich herausfinden, was willst du denn? Was ist dir wichtig? Deine Prioritätenliste, die muss gegeben sein. Und wenn du die nicht stehen hast, dann wird da nichts draus, weil du bist dann ungewiss, unbestimmt und dümpelst du vor dir her. Und dann kannst du auch nicht davon sprechen, dass irgendetwas, was passieren sollte, in die Realität umgesetzt wird, weil dein Personal weiß ja nicht darüber Bescheid, deine Führungsposition ebenfalls nicht. Und die gehen davon aus, es kann alles so bleiben, wie es ist. Wenn du Personen zum Beispiel hast, die andere herunterziehen und du sorgst nicht dafür, dass diese gestoppt werden, indem du die ausgliederst, dann darfst du dich dann richtig darüber wundern, dass das richtig gute Personal irgendwann mal beim Wettbewerb arbeitet. Und das kannst du auch aufhalten. Voraussetzungsmäßig ist, du hast das gesehen, du akzeptierst es nicht mehr und du weißt ganz genau, dass jetzt aktuell der richtige Zeitpunkt dafür ist, damit anzufangen. Und so kannst du das Ganze stückeln und aufbauen. Voraussetzung ist natürlich, wie du jetzt schon weißt, dass du es wirklich möchtest, dass du den Ansporn findest und für dich ganz klar bestimmst, wann soll das damit losgehen? Bist du tatkräftig? Benötigst du Unterstützung? Und was ist aktuell dein herausforderndster Punkt, wo du ganz genau sagst, das muss jetzt ans Ende gelangen? Und so zu verstehen, dass es das nicht wieder passiert. Und erst dann, wenn du so weit von deiner ganzen Auffassungsgabe her bist, wirst du verstehen, dass das so wichtig ist. Du kannst nicht etwas formen oder verändern, was sich nicht verändern lässt. Voraussetzung ist da natürlich auch, du möchtest es und sagst dir auch klipp und klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Weil
morgen oder nächste Woche kann schon zu spät sein. Dann, wenn es zu spät ist, dann haben andere dich schon überholt, deine sogenannten Mitbewunderer, und die werden dann zu dir sagen, hättest du mal auf den gehört, hättest du mal jemanden gehabt, der dir ganz klar dich an die Hand nimmt und dir ganz genau aufzeigen kann, wie das Ganze funktioniert für dich. Und jetzt gerade in dem Zusammenhang sagst, der richtige Zeitpunkt ist gekommen, dann schick mir einfach mal eine Nachricht. Geh auf meine Seite, petersanter.de, und dann gucken wir wirklich, was dafür notwendig ist. Das ist nämlich so zu verstehen, dass man das auch versteht, was dafür im Hintergrund passieren muss. Du kannst, wie ich dir gerade schon gesagt habe, nichts dir beantworten, wo du die Frage nicht kennst, wo du die einzelnen Schritte nicht gegangen bist. Und das gewährleisten wir zusammen, dass du ganz genau eine Marschrichtung, eine Route bekommst, die für dich funktioniert. Ein Navigationssystem, was dich direkt an dein Ziel führt. Und darüber hinaus, schau dir jetzt mal meinen YouTube-Kanal an, findest du noch eine Vielzahl von Videos, die allesamt brisant sind und die dir Augenöffner bedeuten, weil sie dir etwas aufzeigen, was du noch nicht auf deinem Niveau veranstaltet hast, weil du weißt es nicht, dass es existiert. Und ich zeige dir Informationen, Wege, Möglichkeiten auf, die du nutzen kannst, um schnellstmöglich dahin zu kommen. Darüber hinaus, wenn du das ganz genau weißt, das sollten auch andere Personen sehen, hören und verstehen, dann teile dieses Video, und ich freue mich darauf, wenn wir uns in einer der nächsten Videos wiedersehen. Und schau dir jetzt meinen YouTube-Kanal an und geh auf die Seite petersanter.de. Bis zum nächsten Video.